Okay. Nochmal speichern. Ja, ich bin echt, oh Gott, hey, wie viel Speicherstände habe ich schon? Okay, 7 Stück. Ja, wie gesagt, dann versuchen wir mal. The wall whilst moving in stealth. Press the action button when I'm standing next to it. Push right or left to move me. When I reach a corner, I will peer around. Aha. So, das heißt jetzt hier Action und dann. Oh Gott. Nein. Falsche Richtung. Und jetzt hier. Ach so. Ah ja, unser erster Gegner. Ja, bitte. Okay. Und hier ist noch. Ach so, für die Tür da vorne. Natürlich, das macht natürlich Sinn. So, und den kann man jetzt, glaube ich, vermöbeln, oder? Ja, ganz schnell hochlaufen. Und jetzt hier, so. Action oder was? Oh, okay. Ich habe mich jetzt eigentlich auf den Kampf eingestellt. Weil ich weiß noch, dass man ein bisschen, ja, mehr kämpfen kann auch noch. Das ist auch der erste Teil, wo man Tomb Raider kämpfen konnte. Und eine Sache weiß ich noch. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Aber hier unten könnte man eigentlich hin. Also jetzt gerade nicht, aber man könnte hin, indem man... Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Also ich werde jetzt zwar nicht runtergehen können, weil ich glaube, dafür bräuchte man Cheats. Aber man kann hier unten sich tatsächlich noch rumbewegen, wenn man eine Sache macht. Aber wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, mal weiter und dann erzähle ich euch gleich, was ich meinte. Weil man bekommt nämlich jetzt, das weiß ich noch, eine Zwischensequenz. Sorry für den Spoiler. Ja, komm, lass uns fallen, oder? Genau. Ja, der Helikopter ist auch aus dem Nichts aufgetaucht. Genau, folgendes. Und zwar, man kann jetzt hier den... Nein, zieh zurück bitte. Man kann hier diesen Schrank davor ziehen, damit die Jungs nicht reinkommen. Allerdings werden sie ohnehin reinkommen. Das ist tatsächlich so. Das weiß ich noch. Und wenn man diese Jungs ausschaltet, sag ich mal so, weil die würden einen normalerweise verhaften, wenn man denen zu nahe kommt, da würden sie einen verhaften und das Spiel wäre vorbei. Allerdings, wenn man sich... Das weiß ich noch, das habe ich damals gemacht, wenn man sich da mit Cheats Waffen schon gibt. Oh, die kommen jetzt schon rein. Okay. Muss ich... Genau. Und Training Gas auch noch oder irgendwas anderes? Das Ding ist... Oh, ho, ho. Leute, macht keinen Scheiß. Das Ding ist, wenn man sich mit Cheats... Oh. Ja, da ist wohl ein Gegner. Wenn man sich mit Cheats Waffen gibt, also ich meine, wir haben ja jetzt schon eine Waffe, allerdings keine Munition dafür. Das ist aber ganz schön gefährlich hier. Dann, und diese, die Männer ausschalten, dann kann man draußen rumlaufen. Okay, du brauchst einen Schlüssel. Dann ist es so, dass man, wie gesagt, runterlaufen kann. Und ich bilde mir ein, da kamen auch nochmal Gegner. Also da war tatsächlich entweder irgendwas geplant von den Entwicklern. Hundertprozentig weiß ich es nicht, aber man konnte schon ziemlich eine große, also einen großen Teil erkunden, sagen wir mal so, was ziemlich, ja, warum sollte man das machen, wenn man eigentlich nicht ohne Cheats runter kann, also dann war vermutlich da unten was geplant. Genau, ja, aber wie es genau unten aussah, weiß ich nicht mehr so richtig und ich glaube, man konnte auch an verschiedenen Stellen runterfallen, weil dann halt dann doch irgendwie die Straßen nicht richtig bugfrei waren. Das war halt dann, ja... Also, irgendwie so eine halb angefangene Sache. Und ein Arztkoffer. Hier gab es auch noch verschiedene Varianten von... Genau. Sie fühlt sich mal wieder stärker. Jetzt kann man wieder mehr Sachen machen. Ja, also, wie gesagt, man konnte halt unten runterlaufen. Das war ziemlich interessant mal zu sehen. Ich habe damals auch ein paar Sachen ausprobiert. Und vor allem viel rumgecheatet. Es gibt ja hier auch noch Waffen, die man ohne Cheats gar nicht bekommen könnte. Die waren wohl auch geplant, dass es zum Beispiel, man hat hier auch nie eine Doppel-, also zwei Pistolen auf einmal, wie in den alten Teilen, sondern man hat halt hier einfach immer nur eine Waffe. Und
ja, also das hatte sie ja davor immer gehabt, dass sie immer mindestens 2 Jahre, außer bei der Schrotflinte und beim Maschinengewehr. Aber bei normalen Pistolen hat sie in diesem Teil nur einmal die Pistole und in den anderen Teilen halt immer, ja, doppelt. Genauso war das halt. Und wenn man sich mit Cheats etwas, also andere Waffen oder alle Waffen her cheatet, dann hat man tatsächlich Waffen, die man hier nicht finden kann und unter anderem auch die Doppelpistolen. Da gibt es auch mehrere Varianten von den Doppelpistolen. Ja, genau. Aber welche das genau waren, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, eine automatische und eine normale. Also die, die wir jetzt haben, glaube ich, doppelt und ja, noch eine automatische. Okay. Ach ja, übrigens, oben links sieht man auch, dass man hier langsam mal rausgehen sollte. Zumindest anhand dieser Bar hier oben. An dieser Leiste. Ja, Lara, es wäre schön, wenn du da drauf gehen... Genau, so. Drauf gehen könntest. Warte mal, konnte man da unten... Ich werde mal kurz nochmal speichern, sorry. Ich weiß, ich speichere zu oft. Aber ich guck mal, ob ich... War da unten nicht noch eine Tür, die ich aufmachen konnte? Weil ich... Ich war erstmal... Oder ich habe doch irgendwie einen Key gebraucht. Der muss doch dann hier sein, oder? Ich habe doch hier alles schon geöffnet. Oder bin ich... Blöd. Ist hier links vielleicht noch etwas? Also ich lade jetzt gleich, wenn die Luft ausgeht. Deswegen, ich schaue jetzt einfach bloß mal nach. Okay. Den Schrank habe ich eigentlich auch aufgemacht, oder? Ja. Okay. Man kann ja mal kurz zeigen, was passiert, wenn ich da jetzt runtergehen würde, ohne Cheats. Wir können sogar mal ausprobieren, ob wir die vermöbeln können eigentlich. Vielleicht geht es ja auch so. So, und darüber. Oh, oh. Meine Anzeige ist langsam ein bisschen kritisch, ne? Naja, okay, da fehlt mir noch der Schlüssel. Ja gut, versuchen wir einfach mal runter zu gehen. An sich kann ja nicht viel passieren. Ich muss eh gleich laden, weil ich jetzt Leben verliere. Oh, ich verliere ziemlich. Ja. Aber wenn ich mich jetzt beeil, kann ich den einen reinhauen? Achso. Natürlich auch nicht, wenn mein Leben vorbei ist. Ja. Ich würde sagen, das können wir eigentlich nochmal probieren. Genau, gehen wir nochmal kurz runter. Muss mich bloß ein bisschen beeilen, weil der Typ, der... Wenn ich da ein bisschen zu lange warte, dann will der mich verhaften. Und ich weiß, dass man ihm noch eine reinhauen kann. Genau, lassen wir uns hier mal runterfallen. Versuchen wir es einfach mal so. Aber ich denke, die anderen zwei werden mich dann spätestens verhaften, oder? Oh, geht's sogar. Hier, komm. Voll aufs Maul. Ja, und jetzt? Aber ich glaube... Oh, geht. So, Jungs, und ihr da vorne? Ah, okay. Ja, gut, das ist dann... Da braucht man dann tatsächlich Cheats. Okay, da hört es dann auf, leider. Gut, jetzt weiß ich zwar immer noch nicht, wo der Schlüssel ist. Allerdings... ja, schauen wir einfach mal weiter oben. Jetzt machen wir mal weiter hier. Damit wir vorwärts kommen. Vielleicht ist der Schlüssel ja hier oben. Wieso wurde mir jetzt Leben abgezogen? Haben wir gerade oben links gesehen? Hä? Ich dachte... Ist hier nicht ein Schlüssel? Ist das hier kein Schlüssel? Okay, keine Ahnung. Ja, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Was hier? Kann ich aufmachen oder was? Nee, kann ich nicht. Na gut, gehen wir halt einfach mal durch. Oh, ach nein. Und unsere Anzeige... Ah, okay, dann ist doch nicht so schlimm. Weil unsere Anzeige nämlich ziemlich niedrig war und da nochmal runter zu gehen mit dem Schlüssel wäre eine... Warte mal, ich glaube, da konnte man da nicht irgendwas anschalten. Dass da hier... Ah ja, stimmt, den Strom. Oh, hier ist auch noch was. Noch ein Schlüssel. Wir haben jetzt 2 Schlüssel. Wo ist da jetzt der Unterschied? Ach so. Aha. Aha, 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 aha. Für den Aufzug. Und das ist... Apartment Key. Okay, also das ist dann tatsächlich für das Apartment hier unten.
Ah ja, für den Aufzug, okay. Dann... Ja. Okay, ach, er kommt schon hoch. Hoffentlich ohne Cops. Ja, ohne Cops. Ja, kann ich. Kamera? Nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied gemacht hätte, hätte ich das jetzt ausgeschaltet. Apartment, was war es? 21? Okay. Schöne Hand. Schöne Fingernägel. Ich glaube, das war... Ja, gehen wir mal vorsichtshalber in den zweiten Stock. Ich weiß nicht, dass der erste Stock schon zu tief ist und wir dann schon direkt bei den Polizisten sind. Das wäre schätzungsweise ein bisschen unklug und uncool. Das war... War das hier? Nein. Das war dann doch hier unten. Oder? Oder? Oh, nee. Oder? Doch. Da hinten. Auch nicht. Nein, falsch. Bitte spring drüber. Oh nein. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, oh, der rennt mir hinterher, oder? Ach nein. Okay. Ah. Okay, okay, okay. Leider. War das falsch? Ah, ich brauche schon ziemlich lang, oder? Heute. Habe ich den Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Ja, jetzt können wir uns das Ganze nochmal ansehen. Ja, wir können ja vorspulen, weil ich jetzt eigentlich nichts Spannendes gerade mache, aus runterzulaufen. Und wir uns jetzt nochmal alles ansehen dürfen. Kann man das nicht überspringen? Nee, kann man nicht. Dann tut's mir leid. Da müssen wir in den ersten Stock, oder? Speicher, denke ich mal kurz nochmal. Nicht, dass wir uns das nochmal anschauen müssen. Ja, ist ja richtig Panik speichern, oder? Erster Stock. Bitte sag nicht, dass es so tief ist. Oh, 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 oh. Ja, nee, geht. Ach so. War das jetzt da drüben? Nein. Ja, der steht da einfach rum. Auch cool von ihm. Bitte lass mich drüber springen. Ja, okay. War es im zweiten Stock. Na, endlich. Ah ja, sorry, dass es so lange gedauert hat. Okay, und hier haben wir einen Schrank. Mit... Noch eine Waffe. Ah, ich glaube, diese konnte man sogar doppelt haben. Diese Waffe, genau. Und, also halt nur mit Cheats, ja, wie ich schon sagte. Schrotflintenmunition wahrscheinlich, oder? Schaut jedenfalls stark danach aus. Ja, jetzt wäre es halt auch mal gut, wenn wir zu der Pistole auch noch Munition hätten, weil... Ja, wir haben jetzt zwar zwei Waffen, aber... Kann man hier irgendwie Munition sehen? Nö. Hat die jetzt Munition? Auch nicht. Okay. Dann habe ich keine Ahnung. Vermutlich, was ich jetzt schätze, ist, dass wir die Munition bewusst nicht finden können, weil sonst können wir ja die Typen da unten niedernatzen. Und das... Oh Gott, diese Steuerung. Oh nee, eigentlich diese Blödheit von mir. Diesmal war ich schuld. Okay, dann fahren wir einfach wieder hoch. Hallo? Hoch? Ja. Im Schleichmodus nach oben fahren. Ja, aber sonst könnte man natürlich die Typen umnatzen und dann könnte man auch einfach rausgehen. Und das ist ja, wie gesagt, wahrscheinlich nicht fertiggestellt. Oder es ist nicht fertiggestellt. Ja. Schaut ein bisschen komisch aus, wie sie schleicht. Und raus hier. Dann speichern. Ja, ich werde der... Ich weiß nicht, wie viele Spielstände wir am Schluss haben werden.
Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal die Leiter, oder? Ah ja, ich glaube, hier unten konnte man auch nochmal runter. Hm, da gucken wir doch gleich mal, wie wir da runterkommen am besten. Ja, das ist schön. Du bist ja richtig schlank, Lara. Außer man macht Breitbild an. Oh, Helikopter. Okay, und wie? Hallo? Hallo? Lara? Lara? ja, ungut, oder? Scheiße. wie kann man jetzt die Beine nach oben ziehen? Sollten wir vielleicht erstmal hier ausprobieren, oder? Speichern! Dann, ich will euch bloß, wie soll ich sagen, ersparen, dass wir das jedes Mal... Ach Gott, wir haben schon so viele Speicherstände, dass wir gar nicht mehr, dass wir schon überschreiben müssen. Ich will euch bloß ersparen, dass wir da nicht so viel, nicht so viel Zeit verlieren. Die Frage ist bloß, wie kann ich jetzt... Nummer 1 ist für Ducken, ernsthaft? Aha, kann man das jetzt auch hier zum und so. Na, ihr wisst schon Bescheid. Krass, es geht. Na gut, wobei wir dann wahrscheinlich nochmal kurz zurück sollten und fallen lassen. Weil wir haben ja eine begrenzte Ausdauer. So, nochmal, auf ein neues. Oh nein, Drama. Nein! Lass oben! Was machst du denn, Lara? Lara? Oh scheiße, das wird nichts, oder? Ja. Und die fangen auch schon zu schießen an. Oh, bitte, 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 bitte. Perfekt. Jetzt haben wir nicht wirklich Zeit zum Reagieren, oder? Kann man jetzt hier... Ja, okay. Aber jetzt haben wir ja Ducken gelernt, deswegen wäre es auch gut, wenn wir das nutzen. Lustigerweise kann ich das Spiel zwar... Also eigentlich hat das Spiel Optionen, um leiser zu werden. Allerdings, alles... Oh Gott. Ja, das war ein bisschen suboptimal, würde ich mal behaupten. Was fressen wir denn dann? Sowas reicht, denke ich. Wo war ich schon geblieben? Ah ja, genau. Das Spiel hat eigentlich... Oh, Munition. Das Spiel hat eigentlich Optionen, um leiser zu werden. Hat nicht so ganz funktioniert. Also, ich sag mal so, als die erste Zwischensequenz kam, hat es mir ein bisschen die Ohren rausgehauen. Also am Anfang da. Komme ich auch noch durch? Ich kann man rein. Oh! Okay. Man kann runter und rein. Die Frage ist, wo bringt uns die Leiter nach unten hin? Man konnte, glaube ich... Ich glaube, man konnte... Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob man auch da anders runterkommt. Also das ist natürlich jetzt schon relativ... komisch. Weil ich halb am Sterben bin. Dann nehmen wir mal vorsichtshalber einfach mal ein großes Medipack. Ich meine, wir können ja laden, wenn das anders auch geht. Frage ist, wir haben doch eine Waffe, oder? Ja, genau. Habe ich das ausgerüstet? Ja. Okay. Kann ich hier durch? Nein. Auch wenn man damit interagieren kann. Oh, und da haben wir unser großes Medipack schon, oder? Man konnte doch auch in diesem Spiel sprinten. Wie ging denn das? Oder konnte man das erst später? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Sprinten. Gibt es hier eine Sprinten-Taste? Control. Tastatur. Sprint. Was? Numpad 0? Das ist ja eine komische Steuerung. Okay, ich drücke Numpad 0. Oh, hier kann man auch noch irgendwas machen.
Was war hier? Lag hier was, oder? Oh, hier lag was. Munition, perfekt. Ja, das ist doch erfreulich. Nein. Vorsichtshalber, weil ich nicht weiß, ob hier Gegner sind. Ich bilde mir schon fast ein, aber...